So, willkommen zurück zum nächsten Video von Let's Play Simon 4 in der Unterwelt. Wo ich glaube rausgekriegt zu haben, wie wir hier weiter vorgehen können. Und zwar, wir müssen erstmal mit den Leuten quatschen, bevor wir uns die Utensilien da krallen können. Hast du etwas von Euridike gehört? Hoffentlich ist meiner Liebsten nichts zugestoßen. Ich werde geduldig weiter ausharren, bis sie endlich kommen. Ich sag ihr Bescheid, wenn ich sie sehe. Na, okay. Hat leider doch nicht so geklappt, wie ich dachte. Warum kann ich mir das nicht schnappen? Ich hätte wirklich Lust, hier rumzubrüllen, aber das bringt mir bestimmt nur Ärger. Das würde eine ziemlich laute Tröte abgeben. Antrag 704. Hallihallo. Ich verzieh mich. Der Klassiker unter den Beamten. Der Klassiker. Hades Amt für postmortale Angelegenheiten. Ja, bitte. Ich hätte wirklich Lust, hier rumzubrüllen. Wie sich meine Lebensumstände in den letzten 5 Jahren entwickelt haben, hören Sie. Seit der Wahl 2002 glaube ich nicht mehr an Umfragen. Ich muss wohl erst einen Weg finden, Hades etwas abzulenken. Der wird es kaum spaßig finden, wenn ich ihm seinen tollen Türkeil wegnehme. Na, dann quatschen wir nochmal mit den Akten. Hallihallo, Hades! Was willst? Ich verzieh mich. Antrag 9386 T. Irgendwas habe ich vergessen. Das triggert noch nicht. Eigentlich sollten wir uns das Megafon mitnehmen können und dann sollten wir ihn eigentlich auch ablenken können, dass sich, glaube ich, einen frischen Kaffee holt oder so, damit wir den Türkeil ihm schnappen können. Guck doch mal in meine Aufzeichnung. Moment. Also die einzige Person, die wir jetzt noch quatschen können, wäre die Banshee. Und? Wurden unsere Anträge genehmigt? Nö, Hades hat sie erst gar nicht angenommen. Er hat keinen Platz mehr auf seinem Schreibtisch. Das sind für wahr grauenvolle Neuigkeiten. Was sollen wir nun tun? Unser Königreich könnte in Schutt und Asche liegen, wenn wir es dereinst wiedersehen werden. Du hast vielleicht Probleme. Na, ich gebe jedenfalls noch nicht auf. Ich sag euch, ich kriege diesen Stempel von Hades. Und wenn ich dafür die ganze Totenwelt auseinandernehmen muss. Das ist gut. Hauptsache, deine Handlungen stehen im Einklang mit den Gesetzen. Das tun sie doch immer. Hey, ist jemand da? Ja, selbstverständlich bin ich da. Was willst du denn? Dein Gesang ist nicht schlecht, aber ich kenne jemanden, der singt viel besser. Wie bitte? Niemand singt besser als die große Banshee. Eurydike scheint der anderer Meinung zu sein. Sie hat ihren Orpheus zur Party eingeladen, diesen wirklich begnadeten Musiker. Diesen harfezupfenden, vor sich hinjammernden Spinner, der sich einbildet, ein Star zu sein, nur weil er mal vor Hades auftreten durfte? Das ist doch wieder einer von diesen kurzlebigen Gesangssternchen, an die sich nächstes Jahr keiner mehr erinnert. Und sein Piepsstimmchen ist ja nicht einmal bis zum Ufer des Stücks zu hören. Besonders diplomatisch war ich ja nicht gerade. Aber ich glaube, mit einer kleinen Hörprobe von Orpheus könnte ich vielleicht noch etwas bei ihr erreichen. Zu dumm, dass dieser Schnulzensänger so weit entfernt ist. Irgendwie muss ich dieser Zicke die Hörprobe näher bringen.
Ah, jetzt triggert's dann endlich. Na gut. Kannst du mir deine Flüstertüte leihen? Das Megafon? Vergiss es, das brauche ich selbst. Ich sage damit die abgelehnten Anträge an. Das ist mir eine besondere Freude. Darauf möchte ich nicht verzichten. Du machst das also aus reinem Sadismus? Na und? Das könnte ich doch für dich übernehmen. Was meinst du? So schlecht ist die Idee gar nicht. Meine Antragsteller werden sich die Krätze ärgern, wenn ein komischer Typ mit einem bescheuerten Hut vor ihnen auftaucht und die Ablehnungen durchsagt. Hier, nimm das Ding mit. So, jetzt ging's. Ich verzieh mich. Deine Laune ist ja nicht zum Aushalten. Das fehlte noch, damit das endlich triggert. So, und jetzt haben wir das Megafon. Das können wir so mit der Feuerschale hier benutzen. So, passt. Wackelt und hat Luft. Test, Test. 1, 2, 3. Ah, meine Ohren. So, jetzt können wir die Benji noch mal ärgern. Du musst ja immer an die Grafikkarte denken. Die Voodoo Benji. War das Standalone-Karte? War das nicht on? On Alone, ne? Hey, ist jemand da? Ich kann es einfach nicht glauben. Dieses unverschämte Weib Euridike zieht einen gewöhnlichen Schnulzensänger einer echten Operndiva vor und sie beschallt auch noch die ganze Totenwelt mit diesem Gedudel. Vielleicht passt ein Schnulzensänger besser zum Niveau ihrer Gäste. Na, hör mal. Die Crème de la Crème der Totenwelt ist dort versammelt. Alle angesagten Leute sind dort. Das sind Leute von Welt. Naja, Totenwelt. Leute mit Geschmack. Dann geh doch zu Euridike und beschwer dich. So weit kommt es noch. Wenn diese arrogante, unkultivierte Modefotos vorzieht, ihrem Pöbel aus der Provinz einen drittklassigen Schlagersänger vorzusetzen, dann muss sie ganz auf meine Anwesenheit verzichten. Geh du doch hin. Mit deinem dummen Hut passt du hervorragend in diese Gesellschaft. Hier, nimm die Einladung. Viel Spaß auf dieser niveaulosen Orgie. Haha. Sie hätte einfach nur ein bisschen mit der Zeit gehen müssen, dann wäre sie jetzt sicher mehr angesagt. So wie eine Weißrussin oder Polin. So, na dann gehen wir doch jetzt mal rüber zu Euridike und wiegt mit der Einladung vor ihrer Nase rum. Ich habe eine Einladung zu deiner Party. Du? Zeig her. Verdammt, ich muss ordentlich einen im Tee gehabt haben, als ich dir die Einladung gegeben habe. Ach, du weißt gar nichts mehr davon? Dann erinnerst du dich auch nicht mehr an die unzüchtigen Bemerkungen, die du mir ins Ohr geflötet hast? Tatsächlich? Dabei bist du gar nicht mein Typ. Nun ja, eigentlich lade ich nur meinen engsten Bekanntenkreis ein. So um die 200 bis 300 Leute. Und manchmal noch den einen oder anderen. Ach, was soll's. Komm rein. Bei den ganzen Idioten fällst du gar nicht auf. So. Musikinstrumente. Harfen. Jede Menge Harfen. Und der arme Orpheus quält sich mit einem Eierschneider ab.
Tja. Ich sollte das meinem Doppelgänger zeigen. Wenn er die Unordnung sieht, stirbt er ein zweites Mal. Spiegel. Ein netter Spiegel, aber seine Überwachungsfähigkeiten sind ein Klacks gegen meine Scherbe. Eine geniale Kombination aus Beleuchtung und Heizung. Das ist nicht sehr praktisch in Räumlichkeiten aus leicht brennbarem Material. Ich sollte das meinem Doppelgänger zeigen, wenn er... Okay, was haben wir hier noch? Weinkrug. Einsacken. Brautkleid mit Schleier. Och, wie süß. Nimm deine dreckigen Pfoten von meinem Schleier! Ist dir der Schleier nicht eh zu spießig? Junge, hast du denn noch nie was von einem Schleiertanz gehört? Das ist einer der absoluten Renner auf meinen Partys. Natürlich ist das nichts für dich. Dafür bist du noch zu klein. Hey, ich bin fast volljährig. Sicher, sicher. Komm, nimm dir noch einen Orangensaft und bleib im jugendfreien Bereich der Gruppe. Verstanden? Schleiertanz. Ja. Ich würde trotzdem sagen, bei einem Lapdance hat man mehr von. Also Mann mit Doppel-N, aber... Egal. Wem der Schleiertanz gefällt, bitteschön. Feuerpfanne. Führen wir den Wein mal einer sinnvollen Verwendung zu. Von dem Zeug kriegt man eh nur einen Schädel. So einen hier? So ein Mist! Jetzt sieht meine Frisur aus wie Cerberus, wenn er seine Schnauze in die Steckdose gehalten hat. Wo ist nur mein Haarspray? So, da sie jetzt nichts sieht... Ich stehle Frauenkleider. Wenn das rauskommt, macht mich die Presse fertig. So, mehr können wir hier auch nicht machen. Wir gehen dann mal wieder. Hihihi. So, jetzt kommt etwas Merkwürdiges, aber egal. Nein, ehe ich mich in diesen Fummel werfe und mit Orpheus mitgehe, sollte ich zuerst mit meinem lästigen Doppelgänger und dem König sprechen. Na, dann schließlich tun wir das doch. Muss ich einen Weg finden, um mit meinen Kollegen hier unten in Verbindung zu bleiben, wenn ich die Totenwelt wirklich verlassen sollte. Was gibt's noch? Hört zu, ich habe eine Möglichkeit gefunden, das Totenreich zu verlassen. Eine legale Möglichkeit? Klar ist die legal. Man darf sich nur nicht erwischen lassen. Dann komme ich nicht mit. Du bist eben eine Memme und zu nichts zu gebrauchen. Deshalb bin ich auch der Held in diesem Adventure. Das Wort Held sollte ganz neu definiert werden, damit es wieder einen eindeutigen Platz im verbalen Universum bekommt. Zum Beispiel dadurch, dass es auf Spinner wie meinen Doppelgänger nicht mehr passt. Hey, hey, gut gekontert. So kenne ich dich ja gar nicht. Vielleicht bist du ja doch in engen Grenzen lernfähig. Wir sind doch gar nicht rechtmäßig tot. Also können wir auch wieder gehen, wie es uns beliebt. Wie? Ich bin nicht rechtmäßig tot? Na hör mal, Kalaba hat uns ermordet. Was ist daran rechtmäßig? Naja, da ist etwas dran. Ich würde auch gerne etwas an diesem Zustand ändern, aber wir haben immer noch keine Papiere. Ich könnte nach oben zurückkehren und versuchen, euch euren Papierkram zukommen zu lassen. Dann könnt ihr alten Waschweiber ganz legal nachkommen. Gesetzt den Fall, du schaffst es bis nach draußen. Wie verständigen wir uns dann? Ha, da habe ich eine gute Idee. Ich habe da noch ein Stück vom Überwachungsspiegel. Du musst ihn nur noch rasch auf mich reichen, dann können wir uns gegenseitig sehen.
Ein Überwachungsspiegel? Was soll das sein? Hey, was ist denn das? Das bin ja ich dort im Spiegel. Hast du mich etwa ausspioniert? Es war doch nur für einen guten Zweck. So, ich breche dir jetzt mal ein Stück ab. Oh, hoffentlich bringt das kein Pech. Oh, nein, es ist getan. Unglück wird über uns hereinbrechen. 7 Jahre Pech werden unser Königreich heimsuchen. Welch ruchlose Tat hat er vollbracht? Bis später. So, ich kann mit dir nochmal quatschen. Hey, König! Seine Naja. Nein, können wir nicht. So, dann stellen wir uns jetzt mal hier hin. So, jetzt aber. Ich wette, das kneift, kratzt, scheuert, ist viel zu warm und mindestens 3 Nummern zu klein. Aber was tut man nicht alles, um den Männern zu gefallen? Hoffentlich kommt das nicht in Mode. Ich höre Schritte. Eurydike, bist du es, meine Liebste? Du bist es, Liebste! Lass uns aufbrechen. Bald werden deine zauberhaften Augen wieder das Sonnenlicht erblicken. Das macht er übrigens automatisch, ich muss hier nichts klicken. Hier stehen wir nun am Ufer des Styx, des finsteren Stromes, der allein uns noch von der Welt der Lebenden trennt. Nun brauchen wir eine Münze, um über den dunklen Strom zu setzen. Ich werde einfach warten, bis du sie eingeworfen hast, liebste Eurydike. Dann, oh meine Holde, werden wir endlich diesen düsteren Gefilden entfliehen. Ich bin sicher, diesmal wird es gelingen. Die Welt der Lebenden ist nah. Nichts kann unsere Flucht mehr vereiteln. Ich fühle es. Das Boot ist fest verteut. Klauen kann ich es eh nicht. Hades hat seine Lauscher überall. Da hängt ein Zettel dran. Bin für die nächsten 2 Jahrhunderte in Urlaub. Unterschrift? Charon. PS, Münzen bitte passend einwerfen. Kein Wechselgeld. Bitte keine Jackettknöpfe, kein Spielgeld. Aha, hier bekommt man offensichtlich die Fahrkarten für das Boot. Jo, und wir haben kein Geld. Die Laterne verbreitet ein heimeliges Licht. Sehr gemütlich, wenn das Ding nicht direkt neben diesem stinkenden Fluss stehen würde. Die Deko soll wohl einschüchtern. Hier ist noch ein Knochen. Nur noch kurze Zeit, dann sind wir den finsteren Gefilden des Todes entronnen. Ja, so mehr ist hier auch nicht. Eine ziemlich angefaulte Gondel. Das versiffte Wasser macht die Holzplanken wohl ziemlich fertig. Gut, wir haben kein Wasser, kein Knopf, also gehen wir wieder hoch. Was wird man über uns dichten und singen, wenn das Totenreich hinter uns liegt? Lieder, Balladen, Opern, Handy-Klingeltöne. Ich habe mich schnell wieder umgezogen. Es reicht ja, wenn ich hinter Orpheus in Frauenkleidern rumlaufe. So, der uns hier eine Münze geben kann, ist nicht der Hehler. Der nimmt eher Münzen, aber ist er hier.
Salve, Junge. Da bist du ja wieder. Hättest du vielleicht eine Münze für mich? Und wenn ja, was für einen seltsamen Gefallen verlangst du dafür von mir? Eigentlich wollte ich dir die Münze schenken. Aber wenn du dich freiwillig für einen Botendienst anbietest, sage ich nicht nein. Du musst wissen, ich interviewe für den Epitaphius Dionus die gesammelten Helden der Totenwelt. Nur mit Sisyphos konnte ich noch nicht sprechen. Man kann einfach nicht in Ruhe mit jemandem reden, der die ganze Zeit einen Felsbrocken den Hügel hinaufrollt. Wäre schön, wenn du dagegen etwas unternimmst. Sag mir Bescheid, wenn Sisyphos bereit ist für ein Interview. Dann sollst du deine Münze bekommen. So. Jetzt können wir nochmal mit Sisyphos quatschen. Na, zum Aufzug will ich eigentlich nicht, sondern ich will links vorbei. Da ist er. Wieder 5 mm bergauf in nur 10 Sekunden. Ein neuer Rekord. Ein Meilenstein in der Sportgeschichte. Es ist ein langer und steiniger Weg bis nach oben, was? Mir ist gerade meine Murmel den Hügel hinuntergerollt. Hast du sie vielleicht gesehen? Okay, mit dem kann man nicht so viel quatschen. Dann müssen wir ihm jetzt etwas Abhilfe schaffen. Abhilfe leisten. Für Abhilfe sorgen. Na, Abhilfe sorgen. Ich glaube, das ist richtig. Hey, du sollst hier zur Totenstadt. Ich klicke da ja nicht umsonst hin. So, jetzt geht's nochmal zu Hades. Hey, du sollst da rein. So. Den Türkeil brauchen wir nämlich, aber den können wir uns immer noch nicht so nehmen. Hallihallo! Was will? Hast du eine Münze übrig für einen armen, notleidenden Bewohner deines Totenreiches? Eine Münze? Sowas haben wir hier unten gar nicht mehr. Außer für den Bootsautomaten am Styx. Und dafür gebe ich dir garantiert nichts. Mit dem Boot geht's nämlich aus der Totenwelt heraus. Wie viele Tassen Kaffee trinkst du eigentlich pro Stunde, wenn du Tag und Nacht durcharbeitest? Kaffee? Ach ja, der dunkle, zähflüssige Brei in der Tasse. Dabei fällt mir ein, dass es gewisse Nebenwirkungen hat. Ich bin kurz weg. Fasse hier ja nichts an. Ich doch nicht. Und tschüss. Oh, nun lauf doch mal dahin, wenn ich dahin klicke. Mann. So, und was wir jetzt hier machen können,
Das gucken wir uns im nächsten Video an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis gleich.